Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute soll es um 5 Vorurteile gegenüber Pudeln gehen. Ja, über den Pudel gibt es leider viele Vorurteile. Dass das meiste davon gar nicht stimmt, wollen wir in diesem kurzen Video aufzeigen. Pudel sind nämlich intelligente, agile und hübsche Familienhunde. Das angestaubte Image des Tussi-Hundes fällt immer mehr von ihnen ab und mehr Leute erkennen, wie toll und anpassungsfähig der Pudel ist. Erstens, Pudel haben immer so komische Puschel. Naja, die klassische Pudelschuhe sieht sicherlich den einen oder anderen Puschel vor, das ist aber natürlich totale Geschmackssache. Ob man nun die Schnauze und die Pfoten komplett ausrasiert oder das Fell etwas länger stehen lässt, damit der Hund mehr wie ein kleiner Teddy aussieht, ist schließlich jedem selbst überlassen. Wichtig ist, dass die Frisur artgerecht ist, viel zu langes Fell, das die Augen verdeckt, ist ebenso wenig empfehlenswert wie zu eng gebundene kleine Zöpfchen, die an den Haarwurzeln ziehen. Ansonsten würde ich sagen, leben und leben lassen. Zweitens. Pudel sind doch Oma-Hunde. Oft werden Pudel als altmodisch oder auch als Hunde für alte Tanten bezeichnet. Ein nicht gerechtfertigter Ruf. Sind sie doch tolle und familienfreundliche Anfängerhunde. Pudel sind kinderlieb und sind gerne inmitten ihres großen Rudels. Es sind aktive Hunde, die gern etwas unternehmen und keine reinen Stubenhocker. Im Gegenteil, eine gesunde Mischung macht's. Der anpassungsfähige Pudel ist der perfekte Hund für fast jedermann. Drittens, Pudel können nicht alleine bleiben. Sicherlich ist es so, dass Pudel am liebsten bei ihren Menschen sind. Aber ganz ehrlich, kaum ein Hund ist schließlich gern allein. Mit Konsequenz und viel Training, gleich im Welpenalter, ist das Alleinbleiben auch für den Pudel unproblematisch. Wenn man häufig übt und die Zeitspanne weiter ausbaut, können auch Pudel ohne Murren mehrere Stunden allein bleiben. Am besten regelmäßig das Alleinbleiben trainieren, auch wenn es eigentlich gar nicht so oft nötig ist, damit es dann für den Ernstfall sitzt und man ohne schlechtes Gewissen auch mal Termine ohne Hund wahrnehmen kann. Viertens, Pudel sind nur schön anzuschauen. Weit gefehlt, denn Pudel gehören zu den schlauesten Hunderassen der Welt. Sie sind besonders intelligente, flinke und fleißige Arbeiter. Pudel sind sehr wissbegierige und neugierige Hunde, die gerne Denksport machen. Intelligenzspiele haben sie meist in Windeseile durchschaut, hier ist Abwechslung gefragt. Fünftens, Pudel sind langweilige Schoßhunde. Im Gegenteil, Pudel lieben es, aktiv zu sein. Neue Tricks lernen sie im Handumdrehen und auch umfangreiche Schrittfolgen, wie zum Beispiel beim Dogdancing, begreifen sie im Nu. Früher wurden sie sogar oft bei Kunststücken in Zirkussen gezeigt. Heute sind sie perfekte Begleit- und Assistenzhunde. Auch Agility und Fährtenlesen sind Sportarten, die ihnen großen Spaß machen. Und das Schwimmen liegt ihnen quasi im Blut. Wurden sie doch ursprünglich als Entenjagdhunde gezüchtet. So, das sind unsere 5 Vorurteile, die wir aufgelöst haben. Habt ihr vielleicht noch Erfahrungen oder Vorurteile, mit denen ihr manchmal zu kämpfen habt? Wir würden uns sehr über eure Kommentare freuen. Vielen Dank!